Hallo zusammen. Wir wollen jetzt hier zusammen die Rispenhortensie schneiden. Das ist ja eine Hydrangea paniculata. Das sieht man an den Blütenständen vom letzten Jahr. Und jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, im März die zu schneiden, wobei es auch im Herbst gehen würde. Weil diese Rispenhortensien bilden ja die Knospen am einjährigen Holz aus. Das heißt, wenn ich im Herbst oder jetzt schneide, ist ziemlich wurscht, weil an den neuen Trieben gibt es auch eine neue Blüte. Was ihr beim Rückschnitt von so einer Rispenhortensie alles beachten müsst, zeige ich euch jetzt im Video. Aber Vorsicht, wir müssen eine schwere Entscheidung treffen. Hallo zusammen, mein Name ist Peter Berghalt, ich bin Gärtnermeister seit vielen Jahren. Wir sind jetzt gerade im Kundengarten, machen die Frühjahrspflege. Es ist Mitte März, also der richtige Zeitpunkt. Sind nicht mehr allzu viele Fröste zu erwarten, aber die Pflanzen treiben schon aus. Und jetzt geht es um den Rückschnitt von dieser Hydrangea paniculata, der Rispenhortensie. Beim Rückschnitt von dieser Hortensie muss man eigentlich die ganz normalen Regeln auch beachten. So viel wie nötig zurückschneiden, aber das, was es im Endeffekt auch wirklich braucht. Hier zum Beispiel sieht man, dass die Pflanze schon schräg nach vorn zum Licht gewachsen ist. Da hinten der dichte Bambus oder da dieser sehr schattige Rhododendron steht. Das heißt, die Pflanze ist eigentlich nicht optimal freistehend, sondern ziemlich schief gewachsen. Und da kommt es jetzt darauf an, den richtigen Schnitt zu wählen, damit sich die Pflanze wieder neu aufbauen kann. Noch kurz zum richtigen Werkzeug. Ich werde wahrscheinlich alles zurückschneiden können mit der ganz normalen Rosenschere, meiner geliebten Felco, die ich hier eigentlich immer in diesem Lederköcher am Gürtel habe, ist also immer am Mann. Ganz wichtig sind noch vernünftige Handschuhe, dass man einfach einen schönen Griff hat, auch an der Schere. Und weil ich ein Fuchs bin, habe ich auch hier noch eine Astschere mitgebracht. Kann ja sein, dass ich tiefer zurückschneiden muss und dann habe ich alles dabei. Jetzt im März sind ja hier immer noch diese alten Blütenstände von der Rispenhortensie da. Man könnte die im Herbst schon zurückschneiden, wenn nicht, dann spätestens im Frühjahr. Dann sollen sie eigentlich weg, damit mehr Licht und Luft in die Pflanze reinkommt. Hier ist die Situation aber ein bisschen anders. Nachdem die Pflanze ja sehr schief gewachsen ist, wäre ich auch an die Triebe rangehen müssen. Normalerweise, wenn die Pflanze schön aufgebaut ist, reicht es tatsächlich, hier jetzt einfach nur diese abgeblühten Blütenstände zurückzuschneiden. Und zwar so, dass gerade noch ein schöner, frischer, grüner Trieb übrig bleibt. Also ich achte einfach drauf, wenn ich hier diese abgeblühte Blüte zurückschneide, dass ich nicht so einen Henkel stehen lasse, sondern ich gehe ca. 5 mm, einen halben Zentimeter an den nächsten Trieb ran, sodass der Zapfen hier möglichst klein ist. Weil dann gibt es keinen verholzten Trieb und die beiden schönen Blatttriebe können wieder ganz normal austreiben. Hier sieht man auch nochmal einen schönen Schnitt. Ich gehe also nicht zu tief rein. Wenn ich näher schneiden würde, dann würde ich hier diesen frischen Austrieb beschädigen. Wenn ich den Trieb länger stehen lasse, gibt es hier einen toten Zapfen. Da siedeln sich irgendwelche Pilzkrankheiten an. Die greifen auf das gesunde, frische Holz über und das will man eigentlich nicht. So ein paar Millimeter, 5 mm über dem Blatt wäre eigentlich die ideale Schnitttiefe. Also angenommen, die Pflanze ist jetzt schön aufgebaut, wie es normalerweise in einem Garten der Fall ist, dann genügt es jetzt im Herbst oder im Frühjahr einfach nur die abgeblühten Blütenstände zurückzuschneiden und mehr brauche ich normalerweise nicht machen. Hier ist die Situation ein bisschen anders. Die Pflanze wächst zum Licht, ist schief und außerdem wächst sie auch hier in den Rhododendron rein. Und das ist jetzt wirklich eine schwere Entscheidung. Wie mache ich's? Schneide ich den Rhodo weg? Am besten unten oder kürze ich die Hortensie ein? Normalerweise, die immergrünen Pflanzen, die wachsen schwächer als wie Laubpflanzen. Das bedeutet, ich muss den immergrünen Rhodo schützen. Ich würde also in diesem Fall eher diese Hortensie zurückschneiden, weil die schneller wächst und mit der Zeit hier den ganzen Rhodo überwachsen würde und der geht dann kaputt. Da stelle ich mich gleich hinten rein, da habe ich einen besseren Überblick und schaue, was ich hier zurückschneide. Ich muss natürlich beachten, dass ich das Gesamtbild von der Pflanze nicht völlig zerstöre, dass ich möglichst kein Loch reinschneide und dass ich noch schaue, welche Triebe ich aufbauen kann, um eine schöne, gerade neue Pflanze wieder herzuzaubern. Es wird nicht einfach, aber ich glaube, wir schaffen es. Beim Abschneiden der Triebe achte ich drauf,
dass zuerst tote und abgestorbene Zweige entfernt werden, dann alles, was sich kreuzt und was in die Pflanze reinwächst, weil dann wird es einfach zu dicht. Wie es genau geht, zeige ich euch jetzt gleich. Also ich würde jetzt erstmal dort die ganzen Blütenstände noch abschneiden. Ja, die Situation ist natürlich saublöd, weil genau einer der beiden Hauptäste wächst jetzt hier mit seinen Trieben in den wunderschönen Rhodorein, der wirklich die schönsten Blütenknospen hat, die ich jemals gesehen habe im Leben, in Anführungsstrichen. Die sind richtig schön dick und rund und prall, so soll's ausschauen. Und nachdem ja so Laubpflanzen, wie meine Hortensie, viel schneller wächst als der immergrüne Rhodo, würde ich tatsächlich den schweren Schritt wagen und hier die Hortensie stärker zurückschneiden, um den Rhodo zu schützen. So ein Rhodo schaut auch viel schöner aus, wenn er eine schöne geschlossene Form hat und nicht einfach ein Loch hat. Und wenn ich hier gar nichts mache, ist der Rhodo einfach nach 2 Jahren überwuchert und ist kaputt. Und das wäre sehr schade. Ja, hier hinten ist einfach viel abgestorbenes Zeug. Das ist braun. Das nehme ich jetzt auf jeden Fall auch weg. Man merkt schon beim Schneiden, wenn es so trocken knackst, dann ist es wirklich nur noch reisig ohne Leben. Das verfilzt mir die ganze Pflanze nur und verhindert, dass da Licht und Luft reinkommt. Boah, das ist ja die Hälfte von der Pflanze, ist ja tot. Man muss natürlich aufpassen, weil diese Pflanze ist hier unten schon total braun, aber ganz am Ende hat sie doch ein paar grüne Triebe. Und da muss ich jetzt wirklich selektieren, was ist wirklich abgestorben und was ist nur kahl da unten, weil es einfach im totalen Schatten war. Also ich muss wirklich ganz genau schauen, das ist hier gar keine einfache Sache, da braucht es ein bisschen Konzentration. So, jetzt kann man eigentlich schön sehen, dass so viel gar nicht mehr übrig geblieben ist. Und jetzt überlege ich mir, wie ich die Pflanze neu aufbauen will. Sie soll ja nicht mehr hier in den Rhodo reinwachsen, sondern eher in die andere Richtung, wo ich stehe. Und da hängt natürlich der Bambus mit seinen Wedeln da rein und macht der Hortensie Schatten, sodass die hier vielleicht gar nicht vernünftig austreiben kann. Das heißt, ich wäre schweren Herzens 1-2 Wedel von diesem Bambus rausschneiden, damit die Pflanze hier mehr Licht hat und sich mit der Wachstumsrichtung hier orientiert. Den Bambus schneide ich ganz unten ab. Und schon ist hier eine kleine Lichtung entstanden, wo die Hortensie besser reinwachsen kann. Und jetzt werde ich versuchen, der Pflanze zu sagen, liebe Hortensie, wachs in diese Lücke. Das bedeutet, ich nehme hier vorne einen stärkeren Rückschnitt vor, weil je stärker ich eine Pflanze zurückschneide, desto eher wird sie auch zum neuen Austrieb angeregt. Und der neue Austrieb soll ja hier hinten in die Lücke entstehen. Das heißt, ich nehme hier diese langen Zweige, die ja nach dem Licht gewachsen sind, schneide ich schärfer zurück. Und wenn hier hinten irgendwas ist, das schneide ich ein bisschen weniger zurück. So, und diese ganz langen, schiefen Wedel hier, die kürze ich ziemlich stark ein. Und jetzt achte ich auch drauf, dass ich keine Zapfen stehen lasse, wie hier, nach dem Grobschnitt, sondern dass ich den Zapfen halben Zentimeter über der Knospe zurückschneide. Es ist der Feinschnitt. Und hier suche ich mir eher eine Knospe oder einen Trieb, wo der Zweig nach hinten wächst, weil hier ist ja das Loch, das ich füllen will. Und ich schneide auch hier relativ stark zurück, damit die Pflanze hier schön stark austreiben kann. Bleibt nimmer viel übrig. Aber manchmal sind radikale Einschnitte halt notwendig. Gerade wenn es darum geht, eine neue Pflanze wieder richtig neu aufzubauen. Da hilft es nichts, wenn ich nur einen Schönheitsschnitt mache und nur 2-3 Zentimeter abschneide.
Also Hortensien sind ja keine Fans von einem groben Rippschnitt. Normalerweise schneidet man nur abgestorbene Sachen, kreuzende Zweige und die Blüten zurück. Ansonsten will die Hortensie am liebsten in Ruhe gelassen werden. Da braucht es natürlich einen optimalen Standort dazu und eine optimale Lichtsituation. Dann will die Hortensie am liebsten in Ruhe gelassen werden. Und so scharfe Korrektur der Formschnitte wie hier, die sind wirklich nur notwendig, wenn eine Pflanze eben falsch gewachsen ist und wenn der normale schöne Aufbau nicht möglich war, wie hier einfach durch diese Licht- und Schattensituation. Das Grundübel ist, die Pflanze ist zu nah am Rodo. Deswegen bei der Pflanzung aufpassen, dass man immer genügend große Abstände einplant. Die sind abhängig von der Wuchshöhe der Pflanze, von der Endhöhe und von der Wuchskraft. Also hier hätte die Hortensie einfach einen Meter oder anderthalb Meter nach rechts gepflanzt gehört, weiter weg vom Rodo. Das muss man schon bei der Pflanzung gleich beachten, die richtigen Pflanzabstände, damit es eben später nach vielen Jahren nicht zu solchen Problemen kommt, dass ich eine Pflanze radikal zurückschneiden muss und immer diesen Konkurrenzdruck zwischen den beiden Pflanzen habe. Ich kann euch bloß noch mal meine heißgeliebte Felko-Schere wärmstens ans Herz legen. Ich habe hier die Triebe geschnitten, sie haben wirklich einen Durchmesser von 3 cm und ich bin problemlos durchgekommen. Das Ding kostet vielleicht 60 Euro, aber die habe ich jetzt seit 40 Jahren. Und irgendeine billige Schere, die hätte ich schon dreimal weggeschmissen und hätte mich drüber geärgert und da habe ich Spaß und Freude dran. Gibt's bei Amazon, lohnt sich wirklich. Link schreibe ich euch unten in die Beschreibung. Ich bin hier mit meinem Korrekturschnitt fertig und durch. Ich habe die schützenswerte Rhododendronpflanze da drüben habe ich freigestellt, habe alle Triebe rausgeschnitten, die da reinwachsen, wo sie nicht hingehören, habe die langen schiefen Triebe nach vorne alle radikal eingekürzt und habe versucht, beim Rückschnitt darauf zu achten, dass ich immer Triebe stehen lasse, die hier hinten in die Lücke reinwachsen werden. Und so versuche ich, dass ich die Pflanze wieder neu aufbaue, dass sie nicht mehr schief wachsen muss, dass sie hier in die Lücke reinwachsen kann. Und gleichzeitig habe ich von dem Bambus da hinten ein paar Wedel weggenommen, dass hier wirklich ein schöner Freiraum ist, wo die Sonne auch reingehen kann und die Pflanze dazu angeregt wird, in diese Richtung zu wachsen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Like, lasst ein Abo da, dann seid ihr immer bestens informiert.